Hallo ihr schönen Menschen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute erzähle ich euch ein bisschen, was ich so tun muss, damit so eine Lilo Gorilla Show Folge eigentlich zustande kommt. Ich übernehme ja quasi auch die redaktionelle Leitung, wenn man so sagen möchte, für die Show. Das heißt, ich überlege mir auch die ganzen Inhalte und die ganzen Challenge-Ideen etc. Und dann, wenn quasi eine Challenge-Idee abgenommen wurde von Krone und die auch einverstanden sind und die Idee auch cool finden, dann schreibe ich diverse Influencer an und frage sie natürlich, ob sie Lust haben mitzumachen. Und die Jenny hat ja gesagt. Hoho! Hier seht ihr jetzt die Einblicke vom Dreh. So, meine Lieben, ich bin hier mit der Jenny und zwar schon im Lilo Gorilla Show Studio und wir werden gleich eine Challenge drehen und ich freue mich schon richtig. Es fühlt sich ja so lustig. Und ja, das sind meine, sie gehören nicht mir, aber das sind die Kameramänner, die uns helfen. Wollt ihr Hallo sagen oder nicht? Creative Director. Also, das sind unsere Creative Directoren. Okay, der Dodo hier ist der Creative Director und der Alex ist unser Kameramann. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. So, jetzt haben wir es. Das ist das Studio. Hier werden wir sitzen. Da auf dem Tisch liegen unsere Mikrofone, die wir gleich anstecken werden. Dieser grüne Hintergrund wird dann das, was ihr in den Videos seht. Beziehungsweise es wird drüber gelegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Lila Gorilla Show. Und heute bei meinen Gorilla Games habe ich die liebe Jenny von Inspired by Jenny. Hi. Hallo. So, das ging jetzt eigentlich voll flott. Flott. Ja, es war mega, mega lustig. Ihr werdet die Challenge natürlich dann auf dem Lila Gorilla Show Kanal sehen. Also unbedingt da dann unten den Link abchecken. Und ja, das ging voll schnell. Mit YouTube ist es super angenehm zum Arbeiten. Das geht alles rucki zucki. Aber ich hoffe, du kommst natürlich nochmal in meine Show. Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Immer wieder gern. Ich hoffe, es hat euch gefallen, den Behind the Scenes zu sehen. Und ja, so läuft das ab bei mir. Und weil das ja natürlich ein Behind-the-Scenes von allem war, hier unten seht ihr dann die richtige Folge. Dann seht ihr auch, wie das aussieht, wenn der Greenscreen gekeyed wurde und quasi der Lila Gorilla-Hintergrund eingefügt wurde. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und ich hoffe, euch gefällt auch die Folge. Die ist so lustig geworden. Unbedingt anschauen und abonnieren, hier liken, kommentieren und natürlich auch bei der Lila Gorilla-Show beim Kanal.